sind wir wieder da. Eigentlich dürfte es nicht ruckeln, weil alles im grünen Bereich ist. Ist das richtig? Hm? Ist das immer so? Ja. Ich gleich wieder, weil da können wir nichts dran ändern. Wir sind wieder da. Alles klar. Willst du den nochmal aktualisieren, weil da sind wir gerade nicht. Okay. Kann ich nicht. Ich weiß nicht wie. Achso, nee, ich meine den Browser. Oder ist das unwichtig? Das ist nur für uns eigentlich, ne? Mhm. Okay. Oh, zornig. Mit die Bude von Maurer richtig lautstark abgefeiert von Henry. Wir haben schon immer schon zwei Tore verpasst. Drei. Was haben die links denn für ein cooles Outfit? Die rechts übrigens auch. Das ist links haben wir das Lotterietrikot, ne? Ja. Mit so einer richtig coolen Krake am Bonzini-Tisch ist ja. Das Logo. Das finde ich richtig gut. Und Moritz lässt sich gar nicht beirren davon, dass er eben links und rechts die ganze Zeit gehalten wurde. Irgendwann geht das halt wieder auf. Henry will scheinbar weiter rechts. Das ist eine geile Auflage, sag ich. Tap, tap, tap. Und dann links. Aber auch einfach auf die Puppe, ne? Es fühlt sich da, glaube ich. Gambelt da so ein bisschen, sagst du, dass der aufgeht oder ist unsicher mit seiner Entscheidung? Genau, ich glaube, er fühlt sich nicht. Vertraut seinen Entscheidungen nicht so hundertprozentig und dann passiert da halt sowas, dass man. Ein bisschen gambeln muss, ist auch ein legitimer Weg, ne? Ja. Wenn man es nicht nur macht, dann ist alles gut. Luftfeuchtigkeit noch gar nicht so hoch für einen Kick-Open hier, trotzdem hier und da rutschen die Bälle immer weg. Und dann gibt es auch einfach mal einen konsequenten Links um die 2 rum. Ich meine, um die 2 rumquälen macht Moritz halt auch nur, wenn er es muss. So, sonst wird gerne die Torwartseite bedient, erstmal. Mhm. Merke ich mir. Ist dir in 10 Jahren, die du gegen Moritz Josten spielst, noch nicht aufgefallen? Okay. Also, ich halte ihn ja nicht so häufig. Nur mal im Einzel. Und da steht scheinbar jemand neben Moritz und unterhält sich so, dass Moritz direkt im Ohr hat und bittet da sehr freundlich, kurz, vielleicht ein bisschen leiser. Und wenn er den jetzt macht, naja, er will wieder den rechts. Maurer steht da wieder mit beiden Figuren gefüllt, ne? Ja. Time to shine, Clemens. Ja. Diesen Satz noch nicht so präsent gewesen, hatte ich das Gefühl, außer durchs Halten. Mhm. Schade. Time to shine, Maurer. Eben schon eine Bude gemacht. Oh, schön behalten von Henry. Fand ich eine gute Option. Ich glaube, alles, was ihre Lieblingsoptionen da gewesen wären, sah unangenehm aus. Und dann ist das so ein, ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber eine gute Lösung, um dann sicher rauszukommen. Gegen Moritz halt auch ultra schwer, ne? Moritz ist so schnell. Ja. Da sieht die Defense zwar ein bisschen billig aus, aber wenn man dann... Wenn man dann raus will, ist er da. Ja.
Und er ist sehr stur bei seinem Block. Also, man denkt dann immer so, jetzt bin ich da die ganze Zeit rausgekommen, das kann nicht weitergehen. Nein. Und jetzt Clemen da, richtig wichtigen Ich finde, beide Torwerte machen das richtig gut. Ja. Haben eine gute Defense. Allgemein ist es irgendwie sehr ausgeglichen. Ich habe da könnte nicht sagen, wer da jetzt gewinnt. Ja. Obwohl Moritz und Clemens einen Satz führen. Boah. Mhm. So mal ein Zorniger links. Mhm. Auch ein bisschen länger gewartet. Und direkt belohnt worden. Und damit ist der Druck jetzt richtig hoch bei Henry. Das war schon der Ball gegen den Matchverlust. Aber Henry kann den Block nicht bei sich behalten. Ja. Also, vielleicht die letzte Chance, diese schönen Trikots nochmal zu genießen. Oh ja. Die Kommunikation ist jetzt weniger geworden. Da ist die Laune gut. Und solange Clemens seine Mate trinken kann, ist eh alles. Gleich bin ich wach. Ja. Und dann geht's los. Wird noch mehr gehalten. Ja. Und Moritz kommt durch. Yep. Hat auch noch theoretisch einen Timeout. Ja, nimmt er aber nicht. Und Maurer neues ist da Bild auf Rechtszeit. Nicht mit der 1, sondern mit der 2 jetzt. Ja, genau, da ist die 1 raus und die 2 kam direkt hinterher und Moritz rumst richtig davor. Oder war es so? Ich glaube, so war es. Den Schuss hasse ich ja, den fresse ich immer. Alter. Au. Da holt Moritz sich den Ball wieder. Bisher hat er so jeden dritten reingeschossen, würde ich sagen. Oh. Also nochmal darf er ihn nicht kriegen. Jetzt noch Rams. Ja. Da ist die Bude. Was haben wir? 4-4. Jetzt ein Block auf der 5. Du sagst einen effektiven. Erstmal nicht. Und du sagst, Moritz trifft jeden dritten, dann... Der müsste jetzt reingehen eigentlich. Da müsste er reingehen. Timeout. Aber erstmal wird das Timeout noch gegönnt. Vielleicht ist er jetzt auch resettet. Jetzt muss er nochmal 2. Okay. Tribüne ist auch auf jeden Fall auch gut besetzt. Wir werden hier ein bisschen gequält, weil sich jemand mit einer Pizza direkt neben uns gesetzt Alter, hat. Alter, ist das fies. Danke. Rums. So. Moritz, let's go. Ich bin natürlich ein bisschen für Five-Bar und nicht für Five-Bar Destination. Und Joschka Wagner, der Experte, hat es gewusst. Jeder Dritte ist drin. Und damit sind die beiden im Halbfinale. Auf der Rechten im Halbfinale. Krass. Ganz geil. Mein Tipp ist ja auch, Max und Adi haben eben verloren. Aha. Marc, ich sehe gerade auf Nummer. Können wir Tisch Nummer 8 zeigen? Ist das möglich? Können wir Tisch Nummer 8 zeigen? Ich glaube nicht. Da ist die Lampe im Weg, ne? Ja, ich kann mal gucken, was wir da so. Oh, doch, da war's. Da war's. Nee, zurück. Ja. Okay. Ja. Oh. Ah, weiter? Nee, in andere Richtung. Was sehen wir da denn? Ist das auch noch ein Viertelfinale? Das müsste ein Viertelfinale sein. Semin und Mignon gegen Marc und Sina. Sina und Marc haben vor Ewigkeiten, das ist bestimmt 6 Jahre her oder länger, ja. Haben die, länger. Als ich angefangen habe zu kicken, haben die schon vor 10 Jahren oder noch länger, ja. Haben die zusammen in der Liga gespielt und Sina ist dann einfach verschwunden, ich glaube im Gym,
Bisschen Arme trainiert, sagst du? Ja, ein bisschen Arme trainiert. Und ist jetzt seit Ewigkeiten mal wieder hier und steht mit Marc im Viertelfinale. Das ist gelernt ist gelernt. Gelernt ist gelernt. Hat ein ganz wildes Rausspiel. Backpin aus der Mitte. Okay. Und rechts Semin und Mignon. Ich weiß, ich bin da vorhin vorbeigelaufen, da standen die noch andersrum am Tisch. Da war Semin vorne und Mignon in der Box. Okay. Marc, Teamkollege von mir, hat auch beim letzten Ligaspiel richtig performt. Ist gut drauf. Ja. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich seinen Zierblock sehr unangenehm finde. Gucken, wie Semin sich da anstellt. Können wir noch einen Tick rauszoomen? Können wir noch einen Tick rauszoomen? Ja. Das können wir. Sicher Pass. Schöner Pass. Richtig schön. Richtig gutes Tempo. Und wir sind genau hier, steht es? Wir sind hier anscheinend im fünften Satz. Und ja. Wir wissen, vielleicht kann ich's. 5:4 steht's. Für Mignon und Semin. Marc spielt Pinshot heute. Ich hatte vorhin gesehen, er hat eine kleine Verletzung am Handgelenk gehabt. Vielleicht deswegen nicht mit dem Jet hier, sondern okay, mit dem Pinshot. Okay, wann habe ich ihn auch noch Jet schießen sehen? Ah, okay. Also vielleicht im Laufe des Tages entstanden. Die haben auch in der Vorrunde mal so rumgespielt, ja. Ich glaube, die machen das so ein bisschen gegnerabhängig, beziehungsweise wie es dann im Spiel läuft. Oh. Das sind halt beides brutale Stürmer, ne? Ja, Luxusproblem. Links spielen Marc Bamalla und Dennis Sina. Dennis Sina, ne? Dennis Sina. Ja, ich glaube, ja. Das ist mal so eine schicke Backpin-Bude. Ja. 5-5. Das ist halt immer diese ganzen Systeme, die man nicht fünfmal jede Woche Mittwoch zu Gesicht bekommt, sind dann immer unangenehm. Ja. Deswegen spiele ich ja auch 3/4 rechts. Und Mignon links lang, ne? Ja. Luftloch da. Ich glaube, er hat gesehen, dass da auf lang ein bisschen reagiert wird und wollte den Schuss abbrechen. Das ist dann sehr krass, wenn man das kann, finde ich. Ja. Eine Jetbewegung. Ich glaube aber, das geht auch nur, wenn man sich eh schon nicht ganz sicher ist. Wenn du wirklich überzeugt bist, dann brichst du den nicht ab. Okay. Auf jeden Fall die nächste Chance. Und jetzt muss er mit Überzeugung. Zack. 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 Lang, zack. Nee, der war. War der lang oder war der Mitte auf den Switch? Der war auf den Switch zwischen den Puppen. Okay. Habe ich zumindest so gesehen. Start von so, Marky Boy. Chup, chup, chup. Boah, da wollte er. 3/4. Sorry. Fünf ist einfach so. Ja. Das ist so gut. Was soll man da blocken? Kannst du nichts blocken. Sina macht das gut. Dennis Sina.
Stand mit der 2 auch nicht ganz lang. Das ist bei dem Linkslang von Minjung auch okay, weil der wird nicht rechtwinklig abgedrückt. Der wird so dreiviertel abgedrückt und dann streut er so leicht ins lange Eck. Von daher mit der... Das ist natürlich fies. Mit der 2 da nicht ganz ranzufahren, ist in Ordnung. Ich finde, die 1 sieht auch immer mal wieder aus, wenn er mit dem Torwart rüberkommt. Aber... Gut. Gut, Marc hatte die Chance. Konnte sie nicht nutzen. Ja. Und euer Wunsch war Tisch 10. Da spielen jetzt Lars und Philipp gegen Knude Marius. Boah, es wird aber schon wieder warm hier oben, ne? Ich glaube, wie spät ist es? Ja. Ich muss dich rauslassen. Ja, ich glaube, du musst mich rauslassen. Und der Chat kann dich bestimmt umstimmen, oder? Wenn jetzt alle sagen, nein, Joschka Wagner, bleib noch ein bisschen. Du hast so tolle Sachen gesagt. Ja. Und du siehst so schön aus. Bleib doch noch ein bisschen. Nee, ich bin jetzt, ich muss, glaube ich, mal nach Hause. Okay. Kommst du nochmal wieder oder bleibst du da? Okay. Ich muss schnell weg, bevor die Leute alle mich zum Feiern überreden wollen. Es geht schon los hier. Ja, ja. Es gab schon 2 Stimmen, die meinen, nachher Hamburger Berg, let's go. Nee, heute nicht. Heute nicht. Aber ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei den Spielen. Ja. Setzt ordentlich eure Punkte. Ich hoffe, dass ihr alle gewinnt. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ja. Aus und macht vielleicht auch eine kurze Getränke-Toilettenpause, bevor wir dann gleich wahrscheinlich mit dem ersten Halbfinale für euch wieder da sind.
So, da sind wir wieder. Und die Gesellschaft hier oben wird noch besser. Yoshi ist weg, Adi ist für euch da. Und wir gucken dann ein bisschen das Spiel auf Tisch 10. Richtig schöne kurze Bande. Die hat er gegen euch nicht geschossen. Hallo Chat. Aber, ja. Wir switchen dann gleich auf die 1 über, wo wir dann Krutzki und Dominik gegen Minjung und Semin gucken. Und da sieht man schon, also ihr seht es nicht, aber ich sehe es, dass Semin sich jetzt vorne einspielt, nachdem sie das Achtelfinale gerade noch andersrum gespielt haben. Ganz spannend. Aber ja. Aber ich glaube, die wechseln den ganzen Tag schon heute. Ja? Okay. Also ich glaube, die machen das nach Spielern abhängig. Oder sagen sich, Semin fängt immer vorne an und wenn es dann einen Rückstand geht, geht Minjung nach vorne. Ja. Ja. Und scheinbar sagt Minjung, auf Krutzki muss ich nicht unbedingt schießen. Sein, keine Ahnung wie, viele Jahre langen Stammtorhüter, Partner, Freund. Und ja. Das Spiel geht schon los. Das Spiel geht schon los und deswegen gehen wir dann auch rüber. Tut mir leid für alle, die auch gerne Knut und Marius gesehen hätten, aber das Bild ist einfach so viel schöner an Tisch 1. Ich glaube, in der Vorrunde hat er auch Minjung vorne gespielt gehabt. Da hatten Krutzki und Dominik gegen die beiden gewonnen, gegen Semin und Minjung. Bin ich mal gespannt, wie Dominik jetzt auf Minjung schießt. Ja. Der Junge bewegt sich gar nicht so viel. Oh. Aber Dominik da mit dem Schuss in die Mitte. Und bin ich gespannt, wie Semin auf Krutzki schießt. Auf Krutzki schießt, genau. So, die Historie ist, glaube ich, so. Ich habe schon Spiele gesehen, da hat Semin dann irgendwann sehr, sehr gut auf Krutzki geschossen bei Kicks Open. Mhm. Aber das muss ja heute nicht genauso sein. Ich glaube vor allen Dingen, das wird ein sehr defensives Spiel. Also es ist jetzt, obwohl Semin, wenn er Lauf hat, dann ist er eigentlich kaum zu bremsen von niemandem. Stimmt, du hast ja auch schon mal eine Kicks Open mit ihm gewonnen, ne? Mit ihm gewonnen, tatsächlich. Ja. Genau, da habe ich in der Box gespielt. Das war Wahnsinn. Ich glaube, letztes Jahr hat er auch mit Fendi WCS gewonnen. Ja. Oder WS jetzt mittlerweile. Ja. Ja, aber im Modus ist nicht aufzuhalten, würde ich so unterschreiben. Aber wenn Dominik sein Flow hat, dann ist es halt auch... Ja. Also wenn der einmal rollt, dann läuft es auch. Ja. Und bis hierhin. Dominik mit der Taktik, ich schieße Minjung einfach an und der Ball ist drin. Genau, hat irgendwie noch nicht so die richtige Lösung für die Defense, aber trotzdem zwei Tore gemacht. Sag mal so, das Tor gibt einem recht. Ja. Genau. Die letzten Open hat Semin ja auch gewonnen mit, ich weiß gar nicht mit wem, Finn? Mit Finn? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, wer das letzte Qualifier gewonnen hat. Das waren Fabian Gister. Die Leute sagen Finn und der Chat hat meistens recht. Danke. Nice. Mm. Mit Finn gewonnen. Oh, da lässt Krutzki. Björn den Krutzki raus. Oder nee, macht Krutzki den Krutzki. Okay. Oh. So rum. Du hast ja auch jetzt schon richtig viel mit Krutzki zusammengespielt. Was zeichnet ihn in deinen Augen am meisten so aus? Ich finde, diese Ruhe am Tisch, Ruhe, die gibt mir halt auch, weil ich halt sehr ein, ich sag jetzt mal, wie kann man es am besten nennen, ein hippeliger Spieler bin. Und er gibt mir halt
so das Backup, so die Ruhe ins Spiel reinzubringen. Ja. Immer mit der gleichen System, nicht irgendwas random irgendwie rausschießen hinten, sondern sein System. Und es ist wirklich interessant, wenn man mit Krutzke spielt, wie er den Leuten eine Deckung zeigt und wenn es da mal nicht läuft, dann auch sich was überlegt. Das bewundere ich. Er sagt immer, er erzählt den Gegner eine Geschichte. Ja. Genau. Und ja. Und er achtet halt auch auf Bugs. So, wenn er was sieht, so, das habe ich auch von Max heute so gesehen. Wenn er was sieht, so, ich habe darauf eigentlich immer nie so richtig Wert gelegt. Aber man sieht es wirklich, also bei den Gegnern, wenn sie sich unwohl fühlen mit einem Schuss. Und auch bei mir. Wer sich hier gerade gar nicht unwohl fühlt, irgendwie, ist Dominik. Dominik, ne? Der also denkt sich auch, ich schieße weit auf die Puppen. Vorher bei dem Ball hat er eine schöne Rechtsschere ausgepackt. Ja. Und Semi mit dem Timeout. Semi nimmt erstmal das Timeout. Und dann wickelt sich ein Band auf die 5. So. Die beiden haben ja auch schon in der Vergangenheit viele Turniere zusammengespielt. Ich glaube, die haben tatsächlich auch ein paar Mal schon zusammen gewonnen auch. Ja. Mignon, glaube ich, unangefochten die Nummer 1, was Challenger betrifft. Ja. Oder ob der Finn jetzt mittlerweile schon vor ihnen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also wie oft Mignon schon Kicks Open gewonnen hat. Semin auch. Ich glaube, der hat das letzte Mal irgendwie gepostet, was er auf Facebook. Dass er 10-mal gewonnen hätte oder 11-mal, ja. War das 10-mal, 11-mal? Genau. Und aber Krutzki hält bis hier echt gut. Ja. Ich bin auch gespannt auf den Fünferblock von Dominik gegen Semin, weil, wie gesagt, Dreierreihe, Fünferreihe, defensive Fünferreihe von Semin, einfach insane. Aber bis hierhin scheint das, als ob Dominik einen Plan hat, der ein bisschen gut aufgeht. Aber in den vergangenen Kicks Open haben wir auch häufiger gesehen, Semin verliert den ersten Satz zu 0 und rasiert dann 3 Sätze. Ja. Also, mal schauen. So. Mignon mit der Ziehauflage, bisschen ins Feld hinein. Und der geht direkt auf die 3 und Dominik... Ah, links rum. Auf links. Schöner Schuss. Ah. Ja, bis jetzt 4-1. Hätte ich jetzt nicht erwartet, sage ich mal. Jo. Dominik blockt weiter. Oh, schöner Pass. Abgetropft und dann doch an die Bande gespielt. Und, ja. Weiß Semin. Krutzki aber auch nicht mit der Auflage ganz in der Mitte, ne? Nee. Auch ein bisschen versetzt. Das meine ich halt. Wenn Dominik einmal so ins Rollen kommt, dann ist es ihn halt echt wirklich schwer zu stoppen. Und das ist halt auch eine Qualität von ihm. Fliegende Bälle, finde ich. Findest du, dass er viele fliegende Bälle fängt? Ja. Also wenn ich gegen ihn spiele, habe ich immer den Eindruck, selbst wenn ich ihn halte, dass er oft den Ball wieder hat. Auch wenn er keine richtig gute 5 manchmal spielt, hat er trotzdem genug Bälle, um Sätze auszuschießen. Aber mal schauen. Schreibt einer bei 10-mal. Passt dann an irgendwann auf. Okay. Boah, schöner Schuss. Ah. Ich bin gespannt. Nimmt er das Timeout oder? Nee, wieder links. Links rum. Ja. Links kommt gut. Ja. 1-0 für Krutzki und Dominik. Oh, 5-1. Wir können einmal kurz, das haben die Leute sich gewünscht, nochmal hier reinschauen. Da führen Philipp und Lars offensichtlich 2-0 in Sätzen. Mhm. Und, ja. Dude Marius kann man natürlich ein Comeback auch immer zutrauen. Ja, Philipp Soppe. Richtig gut gehalten, auch gegen mich gerade. Und Lars auch nochmal stark zurückgekommen nach 0-2 auf jeden Fall. Das haben die echt gut gemacht.
Schöne Tore auch geschossen. Von hinten und vorne. Philipp, ja. Ja. Ja, ist das Rematch quasi von dem Qualifier. Aber ist ja Fabian, da hat er ja mit Fabian gespielt. So. Und Krutzki hält hier erstmal weiter. Interessant, die wechseln jetzt nicht nach 1-0. Auch. Semin und Minjung. Fast nach hinten gerollt. Gibt es eine Vorhersage? Erstmal kriegt ihr noch eure Ergebnisse hierfür, eure Punkte dafür. Und da hat niemand richtig, habe ich das richtig gesehen? Es haben nur zwei Leute abgestimmt, aber niemand hat Moritz und Clemens das zugetraut, gegen Henry und Maurer zu gewinnen. Aber sie haben es gemacht. So Leute, jetzt habt ihr die Chance. Setzt eure Kanalpunkte. Noch gibt's keine. Ich muss sie noch einstellen. Ja, aber. Und wir machen eine ganz schnelle. Genau, wir machen eine schnelle. Macht euch bereit. Jetzt könnt ihr richtig absahen. Bin gespannt, wer am meisten sitzt. Ich sag mal, 5 Minuten habt ihr. Das glaube ich. Ja. Bela, jetzt will ich aber auch richtig Dickpunkte da drin sehen von dir. Bela Günther ist das? Ja. Er ist Punkte-Millionär. Oh ja, da geht's schon los. Ersten 4.000. 5.000. Aber mal zurück um zu viel, Domme. Spielt einfach eine stabile 3 jetzt, ne? Das stimmt. Und Semin fängt den Ball wieder nicht. Viele kleine Unkonzentriertheiten, ne? Eben gerade den Ball nach hinten. Ja. Nach hinten verloren den Ball, jetzt auch nicht gefangen. Checkt jetzt ein bisschen mehr. Hat sich kurz entschuldigt fürs Anschlagen. Krass, bleibt da viel richtig lange stehen, richtig frech, ja, würde ich sagen. Und Semin hadert mit sich. Aber es ist auch so ein bisschen so das, was ihn stark macht, dieses Kopfnicken. Und sich dann was zu überlegen. Erst 470 Punkte. Die Leute sehen Minjung. Ah, ne, ist ausgeglichen jetzt. 5-5, ja, aber hier ist jemand mit 5000 Punkten reingegangen. Alter Schwede. Und Dominik. Auch wenn es gerade danach aussieht, finde ich es trotzdem mutig, weil für mich. Spiel ist noch lang. Ja, das Spiel ist noch lang und trotz des bisherigen Verlaufs. Jetzt kommt er rein. War der Dreiviertel? Dreiviertel oder so ganz komisch lang. Sah gar nicht so schnell aus, ne? Sondern eher so ein bisschen. Jetzt ist er auf und drin. Oh, da hat einer 21.000 Punkte. Na, es ist nicht so viel. Gibt Leute, die haben wesentlich mehr. Aber es ist schon. Das ist schon nicht wenig, ja, genau. So, Semi mit dem Ball. 3-2. Lässt sich jetzt viel Zeit. Ah. Und kurz gehält. Wahnsinn. Richtig nice. Ist der Ball vom Tisch geflogen, muss erstmal wieder gefunden werden. Aber irgendwie ist niemand losgelaufen, um ihn. Doch, Krutzki ist losgelaufen, um ihn zu holen. Krutzki? da ist er. Da ist der Ball. Und. 2-2. Oh, jetzt ist jemand richtig reingegangen. 44.000, das schmeckt. Alter Schwede. Also, da könnt ihr jetzt richtig Punkte euch holen. Da geht der Ball. Wenn ihr gegenwettet. Bis hierhin hat
Dominik ja auch echt eine gute 5 gespielt. Bis jetzt, bin gespannt, ja, wie lange er das aufrechthalten kann gegen Semins Block. Der wird erfahrungsgemäß ja auch im Laufe des Spiels immer, immer besser. Ekeliger. Mit der Taktik immer an die Bande zu fahren und dann wieder ins Feld. Oh, schöner Traumpass. Pass. Ja. Lässt er sich jetzt Zeit. Krutzki hält wieder. Das war jetzt so ein Tor. Krutzki-Moment. Ja, ja, so ein Krutzki-Moment. Boah, der hat reingeguckt. Vom Gefühl. Sound her war der komisch, oder? Ja. Und den Jungen versucht, glaube ich, so erstmal genau den Pass weiter zu timen. Glaube ich, noch nicht einmal so wirklich aufs Tor geschossen. Ja, ich finde es aber auch gut, also schlau, also jo, dass man da nicht irgendwie auf Krampf irgendwie torgefährlich sein will, ja, sondern eher die sichere Option spielen. Ja. Weil sonst passiert sowas wie jetzt gerade. Ja. Und dann steht es 4-2. Oh, oh, was ein Save. Gerade und noch ja, den. Und dann ist. Steht es 1-1 im ja, Spiel. Insaner Catch am Ende. So, nochmal auf Tisch 10 switchen. Ja, können wir gerne machen. Da haben wir zwei Einzel. Ja. Vielleicht gibt es ja diesmal ein Comeback gegen die beiden. Gerade 2-0 noch gedrehen können. Vielleicht vergeben sie jetzt ein 2-0. Mal schauen. Ja. Lars blockt Knut auf jeden Fall. Gut, ja. Gerade eben, als wir umgestellt haben, war das auch schon so. Und ich fand, Max hat er auch echt gut blocken können über weite Strecken. So das, was wir gesehen haben. Ich glaube, Tisch 1 geht auch wieder weiter. Ja, sorry. Da haben wir nur einen Ball verpasst. Nee, wir haben gar keinen Ball verpasst. Also, Semin. Ja. Semin hatte versucht, schnell links abzureißen. Ist dann wieder der Ball weggerollt nach vorne. Das habe ich, kann ich euch berichten. Oh, schöner Passversuch. Ja. Kommt wieder der Pass. Ja. Dom ist zwar da, aber wir nehmen ihn auch. Ja. Soll er so ein bisschen schräg oder da kommt er ein bisschen schräg? Schräg? Weiß ich nicht so genau. Ob er da auch Variation drin ist, so ob er den gerade spielt mit ein bisschen Brush nach außen, ja, vielleicht ein bisschen mehr Brush nach außen. Ja, also Krutzki hält im Moment Dominik hier im Spiel, aber ja, Dominik muss jetzt auch mal, muss jetzt auch mal gierig werden, sag ich mal. Mal ein bisschen heiß wollen sein. Ja. Gucken. Aha. Oh. Ah. Semin kommt so langsam gefühlt rein in den, beim ja, Blocken. Und bewegt beim Schießen noch nicht. Da ist wieder das Gesprochene. Ja. Diesmal andersherum gehalten und dann auf die 3. Aber. Okay. Ich finde keine schlechte Entscheidung, weil jetzt hat er die letzten Male links geschossen. Ja. Aber da steht Mignon. So, wieder passt er so. Oh, ja, schöner Pass. Ganz oben an die Mann daran. Man, nicht mal mit viel Geschwindigkeit, aber einen perfekten Timing. Und aber wieder haben wir eine Wiederholung. Ja.
So, schießt jetzt nochmal nach rechts. Ja, schießt er, aber mit mehr Zeit. Überzeugung auch, ne? Ja. Schön. Ich weiß nicht, an Körpersprache, also Dominik finde ich immer so, der spielt seinen Stiefel runter, wenn es klappt, klappt, aber so diese Gier, finde ich, ja, die strahlt er nicht so, strahlt er nicht so aus, oder ich, vielleicht ist es auch seine Art so. Gibt ja auch ruhige Spieler, wenn er ein bisschen verbissen wäre, so, wenn er so dieses gewinnen möchte. Ich glaube, das wird ihn einfach nochmal echt nach vorne bringen. Na, jetzt gibt er nochmal ein bisschen intensiverer Block. Ja. Und Krutzki fährt weiter seine Punkte da ab. Oh. Schön. 2-1. Mal gucken. Oh, ah, Semin scheint da schon einen Block gefunden zu haben gegen Dominik's 5. Muss Krutzki ihm die Bälle generieren. Ja, einfach halten und wieder halten, auf die 3. Halten und Dumme. Schönes Time und wieder rechts. Ja. 2-2. Wie ist eigentlich der Vorhersage? Was sagen die Leute? Was sagen die Leute? Die Leute sagen... Semin und Minjun. Aber knapp als Ergebnis. 37.000 zu 21. Ja. Und 10 zu 11 Personen. Da haben endlich mal fleißig Leute abgestimmt. Ja. Sehr nice. Sind auch echt bei 160 Zuschauern schon. Echt Wahnsinn. So viele? Ja. Krass. Und wir haben hier kurze Diskussion. Ich habe die Situation leider verpasst. War... für meine Begriffe ein Foul. Ball rollt nach hinten. Dominik hat den Ball, rollt auf die 3. Semin schlägt an. Glaube, die einigen sich dann aber auch relativ fix. Hätte ich auch gesagt. Dominik bekommt den Ball auf die 5. Hätte ich aber auch als Lösung. So. Ja. Aber wo man das eigentlich gar nicht, das eigentlich gar genau nicht gibt. Foul ist Foul. Genau, entweder... es ist ein Foul, dann kommt er auf die 3, aber das ist halt auch der Kompromiss. Das ist der Kompromiss, wenn kein Schiri am Tisch steht. Ja. Und Arthur Seiler ist am Start und am ist seit 8 Monaten dabei. Amazon Prime. Nice. Ich sag immer Prime und rein. Amazon Prime ist kostenlos. Und... Domme gönnt sich hier auch mal einfach rein. 3-2. Nice. Akrutski wird schneller. Ja, bewegt sich ein bisschen schneller jetzt. Und so. Pommes Mayo. Servus. Wer ist Pommes Mayo? Pommes Mayo ist... darf ich das verraten, wer Pommes Mayo ist? Ich glaube Mario, oder? Genau. Ja. 4-3. Und wer das... Oh, jetzt hab ich die auch gepasst, wer das Timeout genommen hat. Das Timeout hat Krutzki, oder... Krutzki, genau. Nochmal ein bisschen sammeln. Vielen, vielen Dank, Arthur Seiler. Ja, muss man sagen, Philipp und Lars haben einfach echt stark sich zurückgearbeitet und auch verdient gewonnen. Viele Fans von dir hier auf jeden Fall. Ich werde rot. Ja. Und da gibt es noch einen rechts. Und damit haben wir ein kribbeliges 4-4. Was sagst du?
Oh, auf jeden Fall, dass der Satz richtig wichtig ist. Oh, oh schöner, aber schön. Gucken, ob er jetzt das Timeout nimmt. Aber so wie ich Dominik kenne, wird das nicht machen. Wird aber belohnt. Ja, wieder Puppe halt rein. Ja. Aber war das grundsätzlich, war das eine Schere oder war der eher so drei Viertel? Ich glaube drei Viertel. Okay. Ist ja auch Bums. Er war auf jeden Fall drin und damit führen die beiden 2-1 Sätze. Und dann können die Leute vielleicht schon so ein bisschen anfangen zu zittern. Also wenn ich 37.000 Punkte auf Semin und Minion gesetzt hätte. Kribbelig. Ist das nicht Bela gewesen? Nee, das war nicht Bela. Nee? Okay. Da kommt wieder die schnelle Rechtsoption von Semin zum 1-0. Man merkt, Semin jetzt aktiver am Tisch. Und noch mehr Fans. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße zurück nach Augsburg. Ja. Oh, den Pass haben wir vorhin schon mal gesehen. Semin kann ihn eigentlich nicht fangen, aber Domme will ihn auch nicht auf die 5. So. Gerade schnelle Option, jetzt wieder Zeit. Und kurz gehält. Und, ja. Und guckt ihn einmal an. Das, da war der Blickface. Nee, Faceblick, so rum. Knapp, knapp, knapp. Schöner Punkt, das. Wedel ist auch dabei. Das ist Mohamed, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Und, also, es ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal passiert. So? Mindestens, ja. Und wie du sagst, Domme spielt seinen Stiefel einfach weiter, ne? Ja. Nicht zu also nicht überpaced, einfach. Ja. So, wenn es klappt, klappt's. Ja. Erinnert mich ein bisschen so an Martin Brat. So. Nur, dass er nicht so lacht. Ja. Und so glücklich ist dabei. Na, Krutzki, auf jeden Fall jetzt weiter eingerückt. Ja. Weiter außen oben. Oh, gerade durch. Turnover vom Minion. Ja. Gucken, ob das Dominik. Minion geht auf jeden Fall auch. Minion geht auf jeden Fall auch richtig hoch bei der Intensität beim Halten, würde ich sagen. Ja. Schöner Schuss. Nach rechts. Oh. Steht jetzt auch andersrum. Vorher drei Sätze lang eigentlich immer mit dem Torwart auf rechts gewesen und die zwei war auf links. Und jetzt hat er das mal geswitcht. Das wieder an die Bande. Auf jeden Fall, Martin ist immer happy. Und Martin ist auch ein super, super Kerl, super Mann. Und der Albtraum mancher Gegner. Ich glaube, Semins Block ist so ein kleiner Albtraum für Dominik. Ja. Und da gibt es den schnellen Links. Schnelles 3-1. Ja. Den habe ich bis jetzt heute wenig von Semin gesehen, gefühlt. Ist ja eigentlich so ein Standard-Move, den man auf dem Schirm haben muss. Der kommt irgendwann. Schon wieder nach rechts. Schön wieder rechts rum um die 2, ja. So, jetzt ein Block. Muss Dominik mal einen blocken. Das war auch nicht so der Semin, den man kennt in solchen Situationen. Da wartet er eigentlich länger. Krutzki-Moment. Eigentlich ja, ne? Time to shine. Ist jetzt auf jeden Fall auch mit der Auflage ganz in der Mitte angekommen. Timeout und dann Krutzki-Moment, sage ich. Okay. Und was
Untere Bande, obere Bande? Obere Bande. Oder angezogene Bande? Ich sag obere Bande. Okay. Schade, dass man immer nur eine Abstimmung zur Zeit gleich machen kann. Das wäre cool, ne? So. Welche Option spielt Krutzki? Und dann ist es doch ein soft gebrushter Pass auf die 3. Das habe ich auch gesehen, dass oben auf war, aber es ist halt in der Situation. Keine Bande, sagt der Chat. Ah, aber da war sie. Der Versuch, aber. Dommer arbeitet sich den Ball auf jeden Fall durch, hat den Rebound und catcht sich den nach der 3. Aber den hat er auch nicht getroffen, sie war auf die Bande. Aber ja. Aber 3-3. Das stimmt, aus unserer Perspektive immer zu sagen. Immer einfach zu sagen. So. Nein, Krutzki hat heute schon Krutzki in dem Spiel die Krutzki gemacht. War er da dran? Nee. Aber wieder 3/4 rechts. Dankeschön für das Feedback, auf jeden Fall. Wichtiger Ball, den Minjung da erhält. Und jetzt lässt sich Semi noch wieder mehr Zeit auf der Fünfer. Das ist richtig sweet. Das sind diese Fakes, die so wahnsinnig wehtun. Und Krutzki hält. Wieder ein bisschen versetzt. Uiuiui. Ui, ui. Den hat er ja fast. Das kann ich Rico gleich mal fragen, ob wir die Halbfinals nacheinander gucken oder. Jetzt aber erstmal Matchball eventuell. Mhm. Wenn Dominik blockt. Bei 4-4 will man den Ball nicht hinten haben, oder Arne? In solcher Situation. Ist jetzt ein Minion-Moment. Hat bis jetzt nur gepasst. Mal gucken, ob er jetzt mal was Offensives macht. Offensiveres. Ja, probiert er auf jeden Fall. Starker Catch. Boah. Gott, ist das spannend. Hättest du auch genommen? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es genommen hätte, aber ich danke, dass Simi das genommen hat, weil ich gerade sehr angespannt war. Nächste Chance für Semin. Ja. Gerade gefühlt das erste Mal in dem Satz geblockt worden bei 4-4. Und ich glaube, wir haben einen Gewinner an Tisch 10. Wir haben einen Gewinner an Tisch 10, so schauen wie Marius und Knut da stehen. Körpersprache sagt mir, eher verloren. Was sagt Tifu? Verloren. Ja, die haben verloren. Philipp Soppel, Lasten. Ja, Moritz ist halb in der Ecke. 4-4 Ball. Schöner Ball ins Feld. Und was schießt Demin jetzt? Ich glaube 15 Sekunden, also er lässt sich 14 Sekunden Zeit und dann Timeout. Okay. Boah. So lange ausgesessen und Krutzki ist dann doch da. Und jetzt wäre es Zeit. Jetzt wäre es Zeit für einen Krutzki-Moment. Der lange ist. Sieht eigentlich manchmal lecker aus, aber. Ja. Stark. Ich habe ganz schwitzige Hände. Chat. Auch noch gut was los. Wer noch zum Dip kommen möchte,
kommt vorbei. Leute, kommt vorbei. 5 Euro Startgeld. 100% Ausschüttung. Lohnt sich. Kann sich lohnen. Lohnt sich. Seid schnell. Und time to shine. Uiuiuiui. Bloß nicht den Krutzki. Auf jeden Fall. Nee. Ein maximales Risiko. So wie er den Griff in der Hand hat, würde ich eher keine Bande sagen. Nee. Schön bei sich behalten, mein Junge. Ja. Aber jetzt erstmal rauskommen. Denkst du, er schießt wieder aufs Tor? Oder nimmt er die sichere Variante? Das ist. Er nimmt die sichere Variante und ist erfolgreich damit. Ah. So, Semi zum zweiten. Nimmt er diesmal das Timeout oder denkt er sich? Wartet wieder lange und ist erfolgreich drei damit. Viertel, dann war der Dreiviertel? Der war Dreiviertel, ja. Kribbelig. 2-2 und wir haben genau das, was wir wollten. Letzter Satz. Ah. Jetzt bin ich gespannt. Bis wann kann man beim Dip noch einsteigen? Ich muss gestehen, das weiß ich nicht. Ich glaube, aktuell hat die... Doch, die Anmeldung ist auf jeden Fall schon offen. Wahrscheinlich schon noch ein bisschen. Man kann ja auch noch, während das Turnier läuft, einsteigen. Insofern kommt ran. Minjung hält den ersten Ball. Ja, und Domme geht gefühlt mehr mit seiner 3 vor den Ball als die anderen Male, so, weil er sich sagt, den Pass will ich nicht nochmal fressen. Da kommt wieder dieser abgetropfte Ball ins Feld. Und es fühlt sich immer so mächtig an, weil Semins Pässe sind ja nicht schnell, ne? Und man, aber man hat sich halt schon committed und dann rollt der Ball da einfach durch. Krutzki hält. Zwei hintereinander. Schaut sich auch Semin ins Gesicht, aber Semin guckt gar nicht zurück. Ja. Nö. Kommt die obere Bande, nicht getroffen. Aber auch gut, dass er die schießt. Jetzt muss Semin auf jeden Fall aufpassen, den nicht zu fressen. Und da kommt der erste Krutzki. Da ist er mal. Ja. Da. Es ist auch einfach, ich habe ja mit Krutzke die DM gespielt, so was er dann nochmal, falls es zum letzten Satz gekommen ist, nochmal also was drauflegt, er oder? Drauflegt und was er. Wahnsinn. Und Dominik mit einem schönen Bandenpass. Genau. Und da auch das erste Mal dann kein Kopfnicken bei Semin, sondern im ersten Moment so einen Kopf schütteln. So. Und 2-0. Für alle Leute, die noch das Dip spielen wollen, die erste Runde hat jetzt begonnen. Also, wer noch Lust hat, seid schnell. Wieder drei Viertel. Oder Mitte. Und Dominik wieder an die Bande. Und nach links. Oh, sieht dann immer sehr einfach aus. Semin muss die Sachen richtig lange aussitzen. Ja. Und Domme macht einfach so weiter. Frühen Entscheidungen.
Und oh, da mein Block. Aber jetzt ist auch die Körpersprache anders, finde ich, bei Dominik. Also jetzt sehr... Festere Arme, viel aufrechter. Ja. Jetzt bewegt er sich auch mal. Das finde ich gut. Blockt er dann auch. Genau. Schade, dass er den nicht fängt, aber... Ja. Auf jeden Fall blockt er den Pass. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, ne? Direkt. Ja. Ja. Arbeitet jetzt auch richtig. Zweites Mal geblockt. Und blockt sie mir nochmal. Weiß ich nicht, ob ihn das Krutzki gesagt hat. Kann gut sein. Aber es scheint sich auszuzahlen. Ja. So. Was macht er? Hat der Ball so viel Spin oder wahrscheinlich? Ich glaube ja. Wieder rechts und der Ball bleibt wieder liegen. Das ist bitter. Und Mignon hält wieder. Hätte auch noch beide Timeouts, ne? Ist das grundsätzlich so ein Ding von ihm, dass er die eher nicht nimmt? Weiß ich gar nicht. Ja. Okay. Also wirklich, also ich habe auch öfters gegen ihn gespielt und dann... Okay. Aber manche Spieler brauchen das halt nicht. Ja. Ne? Aber wenn man 3-1 Ball hat... Wieder Krutzki mit der Bande nach oben. Er trifft die Visa wieder nicht. Sauber. Aber hält den Abfall auf jeden Fall. Und raus, da ist, und da ist sie. Genau. Starke Bande. Zweites Tor von Krutzki im letzten Satz. Ich weiß, wie weh es tut. Ich habe davor mein Spiel auch. Durch Scorerpunkte von hinten verloren. Komm, 4-2. So. Jetzt muss er arbeiten. Dominik wieder mutig durchlegt. Tut er. Oh, ein Matchball. Gehalten und auf die 3. Eieieiei. Wird ihn das noch zum Verhängnis, sag ich mal. Mit dem Timeout. Ich meine, Krutzki hat schon 2 Buden gemacht. Vielleicht macht er einfach noch eine dritte. Glaubst du nochmal obere Bande? Mignon steht jetzt ein bisschen weiter nach oben, um die vielleicht zu halten. Oder zurückgedrückten Zieher. Jetzt vielleicht untere Bande einmal? Naja, zurück war wieder der. Die Bande, okay. Nee, war keine Bande, war zurückgedrückter Zieher, ja. Und Dominik mit einem Block jetzt. Oh, ein richtig frech. Ja, überschräger Pass. Der Nico-Pass. Habe ich ja noch nie von ihm gesehen, dass er... Ich auch nicht. Und er denkt sich so, ach komm. Bei 4-2 mache ich den jetzt einfach mal. So, Semin. Guck nach hinten. Vier zu drei. Uiuiuiuiuiui. Packt er da Optionen aus, die er vorher das ganze Spiel über nicht gemacht hat. Dominik. Einfach mal zweite Puppe Pass und dann links rein ins Und das erste Mal auch Emotion von Dominik. Ja. Wahnsinn, also stark gespielt. Ja, und krass im Spiel gehalten von Krutzki. Auf jeden Fall, Krutzki 2 Tore. 2 Tore im 5. Satz. Ja. Das ganze Spiel über krasse Quote gehalten gegen Semin. Mignon kann sich auch nicht viel vorwerfen, hat eigentlich auch sehr gut gehalten und sehr produktiv rausgespielt. Semin ist sichtlich unzufrieden. Semin ist nicht ganz glücklich. Ja, ich weiß, wie er sich fühlt. Aber freut mich auf jeden Fall für Domme und Krutzki. Und jetzt passiert es. Jetzt gehen die 37.000 Flöten, die jemand da gesetzt hat. Oder 32 waren es, glaube ich. Ja. Ich würde sagen,
Okay, es wurden, glaube ich, gerade beide Halbfinals zeitgleich aufgerufen. Und Dirk Marquardt und Jens Wohlgemuth sind im Halbfinale. Sehe ich das gerade richtig? Mhm. Gegen Dominik und Krutzki. Kleine Überraschung für mich. Ja, aber haben auch eine gute Vorrunde gespielt. Haben eine sehr gute Vorrunde gespielt. Nur gegen uns verloren, gegen Max und mich. Oh, stabil. Ja, auch gute Leute geschlagen. Wer Kicks Open Halbfinale steht, steht dann nicht aus Zufall. Das muss man sich immer verdienen. Ich würde sagen, bevor das Halbfinale jetzt gleich startet, machen wir eine ganz kurze Pause. Vielleicht hole ich dir mal jemanden anderen hier an deine Seite. Moritz Kramer vielleicht. Hättest du da Bock drauf, mit Moritz zu kommen? Wenn du willst, kannst du auch gerne mit ihm kommen. Ja, mit dir. Ich mache das ja so oft. Ein bisschen Abwechslung, dann freuen die sich die Leute. Ja. Wir können ihn mal fragen. Also bis gleich, Chat. Ja, bis gleich.
Vorhersage schon offen. Geht das so vom Platz? Ja? Schöner Dirk. Ja, direkt. Ich mach uns auch mal. Da sind wir wieder. Ja. Auf Tisch 1 wird sich immer noch ein bisschen eingespielt. Na, nein. Jetzt gibt's den Handshake. Den haben wir noch gerade so drauf. Und dann ist hier Kicks Open. Vierte Kicks Open, Halbfinale. Halbfinale. Wer das sagst du? Wer macht's? Boah, was sagt der Chat? Der Chat sagt, Moritz und Clemens leicht favorisiert. Vorhersage ist offen, Leute. Ihr könnt wieder fleißig Punkte setzen, Punkt, wenn ihr mögt. Genau. Und Lars und Philipp haben ja auf jeden Fall einen richtig stabilen Baum gehabt. Auf erst jeden Fall. Dich und Adi, dich und Adi, Adi und dich mit Max Tölke. Und danach Marius und Knut. Und jetzt haben sie die Five Bar Boys vor der Brust. Clemens und Moritz. Wir führen schon 1-0. Direkt. Ja, ich habe eben gerade mit Knut draußen gesprochen. Er hatte mir gesagt, dass sie das genau umgekehrt hatten, dass sie erst 0-2 hinten lagen, dann 2-2 reingekommen sind, rangekommen sind und dann im letzten verloren haben. Und hat das auch ähnlich wie gesehen wie Max, so dass Lars mit seinen Aktionen, mit seinen Pässen und seinen Schüssen oft richtig gelegen hat. Ja. Sonst wäre er jetzt nicht hier im Halbfinale. Ich finde es einfach auch wirklich krass, und das habe ich auch vorhin zu Max gesagt nach dem Spiel, dass man den Philipp Soppe so underrated, und was bei mir der Fall war, und ich quasi gar nicht mehr so gespielt habe wie davor, so mit dem Timing, sondern einfach so auf Teufel komm raus, es muss jetzt doll und schnell, und das hat mir das halt das Genick gebrochen. So die ersten zwei Sätze waren echt gut und dann hat mir Philipp die 3 abgeschraubt. Ich bin mal gespannt, wie Lars sich gegen Clemens schlagen wird. Auch ein Torwart, der, glaube ich, von sehr vielen unterschätzt wird. Clemens auf jeden Fall. Ich finde aber, heute ist Lars auch sehr kopfstark. Das ist früher auch anders gewesen. Aber heute schöner Schuss. Erstmal. Heute macht er das echt gut. Und da ist Clemens mit der ersten Bude. Ganz geil. Kurz, ne? Ich weiß nicht, ob Philipp da gezuckt hat. Oh. Hab ich jetzt nicht gesehen. Und Clemens direkt mit dem nächsten Save. Ja. Meinst du gleich das nächste hinterher? Schön. Ich bin auch echt gespannt, wie Moritz den Lars blocken wird. Ja. Weil das ist viel abgetropft, dann auch viel immer so die erste Entscheidung, auch mit viel Feld verbunden. Sieht immer so viel feldlastig aus, aber es sind so viele verschiedene Punkte, die Lars da spielen. Und ich bin gespannt, wer hier die fliegenden Bälle für sich erobert. Das können beide sehr gut im Sturm. Okay, Lars jetzt mit der Auflage. Auf 3/4. Ja, aber ich weiß es, wie es ist, gegen Clemens so zu schießen, und es ist verdammt schwer. Ich würde da einfach
echt bei seinem System bleiben. Bei seinem A-System. Ja. Hier im Chat sagt jemand, Lars wird manchmal noch dazu neigen, sich ins Negative reinzusteigern. Ja. Da ist Moritz und vielleicht ein gefährlicher Gegner, sag ich mal. Wenn Moritz ist das alles scheißegal. Der lacht darüber. Aber der lacht nicht den Gegner aus, sondern er lacht darüber, dass man sich da hineinsteige. Der hat einfach Spaß am Kickern. Boah, schnell. Oh, Clemens. Da fängt er auch schön an zu lachen, das sieht man. Auf jeden Fall von beiden Goalies krasse Reaktionen. Den Ball da noch weggetreten. Und ja, Lars auch erst vor kurzem nach Hamburg gezogen, oder? Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, kann man auch sagen. Aber ich glaube, hier lernt er nochmal echt mehr auch, was das Negative und so hineinsteigern. Das habe ich ja auch hier gelernt. Ich war auch sehr anfällig dafür. Finde es ja auch in ab und zu in den Situationen noch. Aber ich glaube, wenn er hier die richtigen Leute um sich hat, dann wird es besser. Wird's besser. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also wirklich. Und ich bin froh, dass ich die Leute kennengelernt habe. Und da besprechen sich die beiden. Ja. Sieht man in dem Ausmaß auch gar nicht so oft bei denen. Ich meine, die spielen seit so vielen Jahren zusammen. Aber da wird sich mal ausgetauscht. So. Lars das Timeout genommen bei 3-2. Schöner Bandenpass. Clemens. Einfach eine Bank, ein bisschen. Ja. Fährt den mit der Außenpuppe zweimal raus. Also beim ersten Mal rausgefahren, beim zweiten Mal stehen geblieben. So. Oh, schöner Versuch. Ja. Eine Bude auf kurz schon gemacht und der war auch nah dran. Das ist so gefährlich, was er da jetzt. Ich habe es auch nicht gecheckt, wo die lang gegangen sind immer. Moritz auch ein Spieler, der wenig Timeouts nimmt, oder? Ja. Ja. In Crunch-Time-Momenten, sage ich jetzt mal. So wie hier beim 3-3-Ball. Noch beide Timeouts, aber entscheidet sich für die Option zu schießen. So, und die 3 erinnert mich halt manchmal so ein bisschen an Dominik zurück. Also gerade so auch immer oder oft ähnliches Timing. Gar nicht so lange Zeit, die er sich da lässt. Und belohnt sich hier mit jetzt einem Recht. Jetzt das Timeout. Ja. Aber das sieht man auch bei ihm so, wie man nach einer erfolgreichen Aktion. Ja, diese erfolgreichen Aktionen und dann, ich weiß nicht, ob das dann gegen den Gegner sein soll oder einfach für sich. Glaube ich nicht. Nee. Ich glaube auch nicht, dass das gegen den Gegner ist, aber so Timeouts, die wehtun, wenn man 4-3 schießt und dann was ich mich ja bis jetzt frage, ist, nach welcher Deckung Moritz auslöst vorne. So, was sieht er da? Und wie du schon sagst, ist es ja ähnlich wie bei Dominik. So dieses, ich schieße jetzt einfach mal rauf. Aber ich frage mich bis heute, was er da sieht. Aber es ist ja sehr erfolgreich. Putz, die zweite Bude von Clemens. Zwei Tore von Clemens. Clemens hat auf jeden Fall Bock. Er hält eine richtig stabile Quote gegen Lars und schießt zwei Buden und dann geht der Satz 5-3. Vielleicht kann man ja mal gucken, was der Chat sagt. Wer das hier holt. Wer das hier holt.
Set ist fast 50-50. Ist beendet, Einreichung? Ja. Ja. Und sagen mehr Personen, dass Lars und Philipp gewinnen, aber es wurden mehr Punkte auf Clemens und Moritz gesetzt. Mhm. Also, mal schauen. Decay auch genannt. Ja. Clemens. Und der Decay wird nie müde. Decay wird nie müde. Das nächste Sub-Abonnement. Und er ist seit 14 Monaten dabei. Vielen Dank dafür. Wahnsinn. Über ein Jahr schon. Wir nähern uns so langsam den 200 Zuschauern. Mega. Zuschauerinnen. Sagt allen euren Freunden Bescheid. Schön teilen immer den Stream. Ja, Jan Schlicht hat letztens gesagt, wenn wir 1000 Zuschauer haben, wenn er hier sitzt, rasiert er sich den Kopf. Echt jetzt? Hat er nicht mal irgendwann eine Glatze? Weiß ich nicht. Und dann auf jeden Fall. Aber dann on stream, ne? Ja. Geil. Dann darf ich meine Maschine mitbringen und dann geht's ran. Oh, die Grüne ist auch voll. Dann sage ich, wenn wir 1000 Zuschauer erreichen, färbe ich mir die Haare. Okay. Und der Chat darf entscheiden, welche Farbe. Gutes Angebot. Und auf der 5 scheint Lars noch keine großen Probleme zu haben, aber auf der 3 gerade eben in dem Satz schon einige. Ja, schöne Option in die Mitte jetzt. Ja. Ziemlich spannend, variiert viel mit seinem Auflagepunkt. Ne? Also ist kein klassischer Mitteljet, sondern geht mal auf 3, 3 Viertel rechts, 3 Viertel links. Tappt viel. Und gut gehalten jetzt von Philipp. Wieder Mitte. Oh. Und wieder mit Fake. Oh. Ah, so ist der Satz davor, glaube ich, auch schon gestartet, ne? Mit 2-0. War das so? Ich glaube. Ja. Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ja. Dann Moritz denkt sich so. Drei Viertel. Links. Wenn der Torwart da ganz rüber in die Ecke fährt, muss da ja logischerweise daneben Platz sein. Auf jeden Fall. Schöner Pass. Auf die Mittelpuppe. Ja, okay. Versucht jetzt viel mit Tap, ne? Ja. Irgendwie auch so ein bisschen so dieser Marvin-Style, so Tap, Tap, Tap und dann. Oh, gute Aktion eigentlich von Clemens. Aber Ball landet dennoch auf der 3. Oh, und da gibt es ihn jetzt in die Mitte. Also Ecken darf er aktuell, glaube ich, nicht schießen. Mhm. Gucken. Aber macht ja die Ecken auch wieder frei. Vielleicht. Ja, vielleicht. Außer Clemens bleibt stur. Und Lars entscheidet sich doch, wieder auf die langen Option zu gehen. Wieder gut gehalten für Philipp. Jetzt wieder Decay. Nee, diesmal nicht. Das sind auch saftige Schüsse von Clemens da hinten raus. Die kommen echt mit. Wahnsinn. Da musst du auch richtig stehen. Oh. Ja, guter. Da ist die Bande von Soppe oder von Philipp, mit der er beim Qualifier richtig oft gescored hat. Und da gibt es wieder Tap-Tap. 4-1. Der Satz ist eindeutig bis jetzt. Ja. Ja, Hobby-Kicker-Spieler, interessant, ja. Also muss man gegen Moritz verschiedene Muster fahren, damit er sich nicht eins einprägt. Oder er kennt alle Muster. Oh, schön. Kurz. Drei.
Moritz schaut nach hinten. Ja. Wahrscheinlich um zu gucken, wie viel steht. Mehr Zeit, aber Philipp hält wieder. Zug. Die werden natürlich auch alle schön eingesammelt von Moritz, aber da hakt aktuell die 3. Jetzt muss eigentlich das Timeout kommen. Ah, ja. Da kommt's auch. Vielleicht den Satz auch schon so ein bisschen Haken dran gemacht und lieber Fokus auf den nächsten. Was machst du bei so einem Spielstand? Sagst du, der Satz ist durch und Fokus also auf den nächsten oder versuchst du den nochmal zu drehen, auch bei so einem Spielstand? Bei 4-1, ja, also es eher abhaken. Aber es ein Tor schießen, ein Tor blocken, es sind halt zwei Bälle, die du, oder drei Bälle, die du dann blocken musst, ne? Ja. Oder im besten Fall dein Torwart hält. Nachdem du dein, das Tor gemacht hast. Ah, die gewinnt die immer noch. Ah, die gewinnt die immer noch. Nee, ich verliere nur 3-0. Genau. Ich hatte das letztes Jahr oder so oft, dass ich 4-1 gegen Marius und Knut geführt habe und dann noch verloren habe. Okay. Und da dachte ich mir ja auch so, hä? Also ich habe echt nicht so angefühlt. Hat sich nicht so angefühlt. So, man ist das ganze Spiel so krass dominant und dann Das braucht er auf jeden Fall ein bisschen, um sein Band neu zu wickeln. Und dann geht's weiter. Aber als Torwartsicht, was denkst du dir bei 4-1? Klar, es ist eigentlich so, dass du den Ball halten willst, ne? Ja. Aber gehst du dann trotzdem mit 100% da rein, oder? Oh, mal so, kommt aufs Spiel an. Sowas ist halt dann in so einer Situation bei 4-1, ja klar, ich kenn's auch von mir selber so, dieses Spielkind. Aber wenn das dann nach hinten losgeht, steht's auf einmal dann irgendwie 4-3 und dann hast du wieder Druck, den Ball durchlegen zu müssen. Ja. Jetzt ist Moritz nämlich da mit dem Block. Ja, Clemens, da ärgert er sich auch. Ja. Ja. Und wenn jemand ein Comeback spielen kann, dann ist es Moritz. Jetzt brauche ich nur noch einmal blocken, einmal reinschießen. Ja. Ja, da ist der nächste Block. Da ist der nächste Block. Ich finde einmal, man sollte so ein Mindset haben, der Satz ist bei 5 zu Ende oder im letzten Satz bei 8. Oh. Ich glaube. Aber dann oder kommt Philipp wieder. Man hat einen Philipp in der Box, der das dann für einen regelt. Das ist geil. Ja. Hannover Kicker pushen ihren Spieler hier im Chat. Hannover Kicker am Start. Ich weiß nicht genau, welche Situation du meinst. Ich glaube, das Timeout war einfach ziemlich lang, weil Lars sich sein Band neu gewickelt hat. Oder? No. Und Fabian freut sich auch schon wieder, bald wieder mit Philipp spielen zu dürfen. Der regelt. Ball qualifiziert fürs Final Four. Ja. Du auch mit Yoshi. Ich auch mit Yoshi. Leute fragen sich gleich das erste hier abgesahnt. Wie das passiert ist, aber es ist passiert. Ja. Starkes Spiel. Und Fokus aufs Spiel. Clemens
Ja. Schönen Slice in die Defense. Easy Rebound für Moritz. Ich glaube, meines Wissens ja, aber vielleicht kann mich der Chat da... Ja, sind bestimmt genug Schiris da, die die Frage kompetent beantworten können. Schreibt's gerne rein. Was war das? Schnelles 2-0 jetzt hier. Ja. Den Eindruck, die Blockquote von Moritz geht ein bisschen nach oben. Ja, nimmt jetzt auch eine Hand zum Blocken. Und Moritz hält jetzt den in die Mitte. Oh, sicker Catch. Mhm. Und stark, ist wieder da. Lars hadert. Ja. Aber pusht sich. Oh, Jul, das ist das angesprochene fliegende Bälle von... Glücklich auf die drei von Moritz. Der kann den ersten nicht verwerten. Ja. Ich bin gespannt, was passiert, wenn er jetzt schönes von links. Ja, wie solche Entscheidungen dann manchmal zustande kommen, weiß ich auch nicht bei Moritz. Da schießt er aus der Mitte und ist erfolgreich. Ja. Pommes Mayo sagt Bauchgefühl. Oh. Das darf er eigentlich meines Wissens nicht, die Fünfer und die Dreier bewegen, wenn der Ball auf der Drei ist. Oh. Von Moritz. Aber jetzt will ich hier nicht den Klugscheißer raushängen lassen. Jetzt haben wir es umgekehrt, 4-1, jetzt 4-2. Ja. Und Lars pusht sich nochmal. Also er hat den Satz noch nicht abgeschrieben. Nee. Schöner Ball ins Feld. Und gut gehalten. So eine Bude von Philipp und es wird nochmal kribbelig, aber diesmal ist Moritz da mit dem Block. Wie gesagt, Hobby-Kicker-Spieler, ich möchte da nicht zu viel reininterpretieren. Ich bin der Meinung, das nur irgendwo mal gehört zu haben. Clemens kommt da weiterhin richtig geil raus. Wieder auf die Defense. Wieder den Rebound für Moritz. Und da ist der erste Satzball, aber den hat... Wieder gut gehalten. Er war fährt er da im letzten Moment rein. Da wieder die Bande. Uiuiuiuiuiui. Und dann den kurzen hinterher. Aber Clemens ist auf jeden Fall da. Eigentlich lange keine Bude mehr von Clemens gesehen, wollte ich gerade sagen. Und dann gibt es so einen kleinen nasty Slice so in Richtung Mitte. Gar nicht so schnell, dass man noch die Zeit hat zu reagieren. Und dann ist er drin. Gefällt mir sehr gut, das Rausspiel von Clemens bis hierhin.
Wollen wir mal eben schauen, wie es auf der 10 steht für die auf der 10, Leute, das wir im sehr Stream gerne machen. 1:1 in Sätzen und 3:4 scheinbar. Und Jens gibt Gas und hat jetzt hier den Ball. Jens Wohlgemuth, was ein Tag von ihm bis jetzt. Unglaublich. Ja. Da ist Krutzki da. Da ist der Krutzki. Da ist Krutzki da, holt das 4-4. Und jetzt mal ein Block, Dommel. Ja. Ich hatte mich eben gerade auch nochmal mit Dominik draußen unterhalten und ich habe ihn auch nochmal Glückwünsche natürlich und positives Feedback gesagt, dass mir das echt gefallen hat, was er da gemacht hat, nochmal die Intensivität hochgefahren hat. Ja, Jens mit einer Aktion, die man bei 4-4 gegen Krutzki lieber nicht machen sollte. Timeout. Sagst du, schauen wir noch den Ball hier? Ja, können wir gerne machen. Du kannst ja da schauen und ich schaue, ob wir was auf der 1 verpassen. Auf der 1 steht es 0-0 und Lars hat den Ball auf der 5, auf die 3 gepasst. Ich kann euch ja einfach das Scoring hier dann direkt machen. Dann wisst ihr zumindest, wie es auf der 1 steht. Aber Tisch 10, das ist jetzt ein wichtiger Ball. Wer geht 2-1 in Führung? 4-4. Ja. Macht Krutzki die nächste Bude. Jetzt mal obere Bannen lange offen gelassen jetzt von Jens. Den... Und da pusht er sich, gibt es ihn rechts und 2-1. Da fliegt er bei den Tisch. 2-1 für die beiden. Und wir gehen mal zurück auf die 1. Oh, hier steht es 1-1. Und das könnte schon der letzte Satz sein. 1-1. Hat man klar und deutlich gehört, das schlechte Gesicht von Lars. Ja. Und ärgerliche oder erst gute Defensivaktion von Moritz und dann beim Fangversuch macht er ihn selber rein. Und bin ich gespannt, ob er da nochmal rauskommt, Lars. Hm. Aber er hat Philipp in der Box. Philipp regelt weiter. Richtig geiler Spray. Ja? Ich glaube, wenn man im Tor steht, unterschätzt man, wie schräg der Ball dann wirklich kommt. Und schlägt es einfach lang ein. Er kümmert sich viel zu viel darum gerade, was der Gegner macht, was er für Tore schießt. Ja. Und da gibt es dann nochmal einen Timeout. Okay, 2-3. Was glaubst du? Ja.
Moritz hat auf jeden Fall einfach immer mehr Zugriff auf die 5 von Lars bekommen. So. Jetzt ist es aber auch doll, also jetzt ist das, was ich befürchtet habe, wer da besser die fliegende Bälle bekommt, wird das Spiel zugunsten für sich entscheiden, aber ich will das hier noch nicht abhaken. Philipp hält und hält weiter und macht eventuell noch die ein oder andere Bude von hinten. Und hält wieder. Oh. 3 in Folge gehalten. Wieder gehalten. 4 in Folge jetzt. Kommt jetzt wieder Decay. Vermute es fast. Offensivwechsel ist jetzt vermutlich zu spät. Gucken wir mal, was Lars Antwort darauf ist. Und ob er sich nochmal fängt. Da glaube ich das erste nicht gelungene Rausspiel von Moritz, von Clemens, wo es Schlechtes passiert ist. Mhm. Im Turnover, aber aus Moritz Sicht, zweimal liegen, zweimal schießen und das Ding ist durch. Uiuiui. Ui, ui. Starker Block. Das Timeout. Gutes Timeout. Ich hätte gedacht, das geht jetzt so weg, aber Philipp hatte was dagegen und Lars setzt sich erstmal eine Runde auf den Boden. Ich finde das einen interessanten Kommentar. Moritz scheint sieht ein bisschen genervt aus von Lars aus. Ich hatte das tatsächlich auch, oder ich habe es früher extrem gehabt, so mich darum zu kümmern, was die Gegner machen. Und ich hatte das in dem Spiel halt auch, aber ich habe halt nichts gesagt, sodass er nicht während des Spiels reden soll. Ich weiß, wie der Chat das sieht. Will da auch jetzt kein Fass ausmachen, aber es nervt halt schon irgendwie, ne, wenn man echt konzentriert ist die ganze Zeit. Marius hat mir das eben gerade auch nochmal gesagt, das stört halt die Konzentration meiner Meinung nach. Ja. Und da ich ja früher auch so war, verstehe ich jetzt mittlerweile, warum. Ja. Also jetzt von allgemein, das gibt es natürlich. Aber das wird ihm bestimmt noch abgewöhnt hier in Hamburg. Auf jeden Fall. Und Clemens ist da. Okay. Jetzt noch eine schöne Bude. Und ich weiß gar nicht, ob Clemens und Moritz schon mal im Finale waren zusammen. Bei Open. Ich glaube schon, oder? Die haben noch gefühlt schon alles zusammen hier in Hamburg. Also die Midos. Die Midos auf jeden Fall. Ob sie eine Open haben sie nicht gewonnen, das weiß ich. Mhm. Aber ob sie mal im Finale waren, weiß ich leider auch nicht. Und dann nimmt er das Timeout. Ja, beim Matchball dann beim doch Matchball. Ja. Und Clemens lacht nur. Clemens hat auf jeden Fall eine gute Laune. Clemens immer am Lachen. Jens Wohlgemuth im Finale der Kicks Open 2023. Ist es so? Ist das Spiel da durch? Das Spiel ist durch.
Das ist ganz geil. Ja. Also wenn man da vor dem Turnier Punkte drauf gesetzt hätte, das hätte eine sehr gute Quote gegeben. Glaube ich. Und jetzt hier Matchball. Matchball. Vielleicht das Finale. Jens und Dirk Wohlgemuth gegen Moritz und Clemens. Da gibt es nochmal einen Links. Auch eigentlich da. Und Glückwunsch an die beiden Jungs von St. Pauli. Ganz geil. Ja. Freut mich für die. Sehr. Und ja, wir machen eine ganz kurze Pause. Rico wird sich seine Einlaufshow vorm Finale wahrscheinlich nicht nehmen lassen. Ich glaube auch. Leute, holt euch was zu trinken, holt euch was zu snacken und dann sehen wir uns gleich zum Finale. Genau. Sagt nochmal allen Bescheid. Ja. Jens Wohlgemuth im Finale der Kicks Open.
Ich bin mir gerade eigentlich auch klar. Ja. Ich hatte halt vorher schon irgendwie gesagt, naja, okay, Jensen dürft wenigstens nicht gegen Marius und Klug. Das war so richtig, musste passieren. Eine kurze Pause, weil wir in Kürze das Finale starten. Also, jetzt eine kurze Pause beim Tipp. Und nach dem Finale geht es weiter. Dann spielen wir noch eine Tricks-Kurve. Trotzdem und dann. Haben wir nicht gemutet? Ich glaube, wir waren nicht gemutet. Sind wir on air?
Okay. Ja, moin. Moin. Hi. Vielleicht noch den Chat einblenden. So. Ah, Vorhersage, Arne. Ne? Eben. Genau, Chat. Jetzt könnt ihr ein letztes Mal für heute eure Kanalpunkte wetten. Einsetzen natürlich. Oh yeah. Let's go. Kicks Open Finale. Adi, wer gewinnt? Ganz ehrlich? Ich glaube, Moritz und Clemens. Ich würde auch Moritz und Clemens sagen, aber Jens und Dirk stehen halt eben jetzt auch im Finale. Ich weiß leider nicht, wen die auf dem Weg jetzt da eliminiert haben. Respekt dafür auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das zu erwarten war, aber... Das war alles. Rico genießt das auch. Das ist schön. Wer sagst du, wer gewinnt? Ja, ich sag auch Moritz und Clemens. Bin aber sehr gespannt, was jetzt hier von Dirk und Jens kommt. Ja. Sind die Kicks open. Beide haben sich ins Finale durchgespielt. Moritz und Clemens waren eben auch am Tisch 1. Und Schiri gibt es, glaube ich, nicht. Alex, danke für dein Abonnement, mein Lieber. Schade, dass du nicht da bist. So, Spiel geht los. Erster Pass direkt ins Feld. Ja. Auf jeden Fall solide Leistung von Jens und Dirk. Ich weiß gar nicht, ob das deren erstes Challenger-Finale ist. Ich weiß, ich glaube, Jens oder wird bestimmt damals, glaube ich, einiges gewonnen haben, gespielt haben. Ist irgendwie dann mal nicht da, dann kommt er wieder, dann ist er wieder mal nicht da und jetzt steht er, wie gesagt, Kicks oben Finale. Also irgendwas hat er heute und sein Partner richtig, richtig gut und sehr, sehr richtig gemacht. Auf jeden Fall. Und hier ist die Frage im Chat, ob das der Papa ist von Nico. Ja, das ist der Papa. Jens Wohlgemuth. Schön. Auch ein Spieler, der mit sehr viel Körpersprache am Tisch ist. Kann man so sagen. Oh, Clemens. Ja, definitiv eine Überraschung. Aber der Erfolg gibt ihnen recht. Eben gerade im Halbfinale Jörn Krutzki und Dominik Beseler geschlagen. Ich weiß nicht, wie deren Baum ausgesehen hat, aber wenn man hier im Finale steht, hat man es sich verdient. So, gehen wir jetzt mal lang. Schießt er ihn an. 2-0. Jetzt mal zu sehen, nicht untenrum wird durchgespielt, sondern obenrum. Schöner Pass. Und das erste Tor von den beiden. Das glaube ich auch quasi als Hamburger. Ich glaube, der Jens kommt aus Bad Neustadt. Nicht Bad Neustadt, Bad Barmstedt. Sehr selten vertreten, das oben rum spielen hier in Hamburg. Der Einzige, der das, glaube ich, noch macht, ist der Björn Brose. Hm. Und
Kurs da. Schön nach rechts. Wer zweite Puppe spielt, ist verzweifelt. Das hat er sich vom Sohnemann abgeguckt. Der sah komisch aus. Team rechts. Auf der rechten Seite sagt. Nein, war nicht drin. Jens spricht es an. Wir haben jetzt alle mal mit dem Kopf geschüttelt, weil wir auch der Meinung sind, dass der nicht drin war. Weiter geht's. Und da das 4-1. Ah, das schießt er die Puppe an. Ich dachte, der war noch außen rum. Schießt er die Puppe dreiviertel an. Tim, danke für dein Sub mit Amazon Prime. Und da ist der erste Satz. 1-0. Da wurde auch ein Clip gemacht. Von Sound her sehr komisch, aber beide haben sich geeinigt. Ging weiter das Spiel. Ja, ich glaube, wenn. Was würde jetzt passieren, wenn jetzt ein Schiedsrichter am Tisch gewesen wäre? Der würde das dann am Tisch entscheiden. Der würde es entscheiden, genau. Oh Gott, sorry. Chat. Weiter geht's. Keine lange Pause. Jens auf der 3. Ja, ich bin echt gespannt, was Jens sich da überlegt oder ob das hier ein schnelles Finale wird, was wir natürlich nicht hoffen. Schuss. Schießt er erstmal die Schere. Schön durchgelegt. Schöner Pass, Moritz. Schönes Tor. Zum 1-1. Chat, verzeiht mir auf jeden Fall, wenn ich hier mal ab und zu mich verdrücke mit den Kameras. Das mache ich das erste Mal. Wir beide in dem Fall. Aber Arne sitzt neben uns. Falls also jemand Arne zurück möchte, einfach schreien. Nein, kriegen wir 2-1. Wieder eine schöne Passoption von Jens. Versuch den linken. Links Jens Lieblingsschuss, sag ich mal, den rechts spielt er mit einem Tap meistens und dann zieht er erst ab. Schiri kann auch Video angucken und dann erst entscheiden. Nochmal zu der Aktion von eben. Stimmt, mittlerweile wird sie auch ein, zweimal auf großen Turnieren gemacht. Und da kommt eins hier. Ja, und Dirk mit der Schieberoption von hinten. Mhm. Ja, auch gut war. Und oh, Clemens mit seinem ersten Tor in diesem Spiel. Erhöht auf 3-1. So, mal sehen, ob die beiden da dranbleiben können. Was eine Aktion. Ja, der war. Ja. Auch Dirk ist jetzt mit dabei. Hat Jens noch keine richtige Lösung. Drückt er auch rein. Lässt den Kopf jetzt auch das erste Mal hängen. Natürlich wieder etwas glücklich der Ball reingegangen. Oder glücklich, etwas nicht, sondern glücklich der Ball reingegangen. Eieiei. Oh ja. Schöner Pass. Schießt er schnell. Dirk steht da.
und versucht. Eine gute Option, aber Clemens steht da halt auch. Also die beiden stehen halt auch. In dem Fall sehr gut. Ja, Dirk hatte den Ball schon öfters auf der 2 in dem Spiel. Es geht einfach alles hier ziemlich schnell. Wir haben erst 8 Minuten gespielt. Und es steht schon 4-1 im zweiten Satz. So, Jens. Nachziehen. Da ist er. Da ist er. Anschlusstreffer. 4-2. Jetzt tauschen die beiden. Die. Interessant. Dirk Marquardt geht jetzt nach vorne zum Blocken. Moritz lässt sich da schön Zeit. Ja. Wie lange ist die Vorhersage? Wie lange ist die Vorhersage? Sie war 10 Minuten. Sie war 10 Minuten. Okay. Auf jeden Fall eine klare Verteilung hier. 100.000 auf Moritz und Clemens. Also wer dagegen gewettet hat und das eintreffen sollte, der sammelt richtig Punkte ein. Aber bis jetzt sieht es noch nicht so aus. Moritz holt sich da den Ball. Jetzt ins Feld. So an die. Drei, vier gute Blocks in Folge. Dennoch kann jetzt Jens nicht den Ball für sich behalten. Und Moritz hat jetzt das Timeout erstmal genommen. Timeout. Ja, aber auch nochmal an der Stelle. Also bei den ganzen Top-Teams, die hier heute vertreten waren oder es noch sind, muss man da wirklich auch allerhöchsten Respekt dann auch an Dirk und Jens aussprechen, die eben den Weg ins Finale geschafft haben und verkaufen sich hier so gut es geht gegen die beiden. Das wir stimmt. Werden sehen, was im dritten Satz eventuell passiert, sollte Moritz das jetzt hier erstmal erhöhen, was er in dem Fall tut. 2-0. Ist aber nicht gedrückt. Jetzt. So, Aufholjagd. Und das Spiel geht noch weitere 40 Minuten. Ja, Mann. Wir wollen 5-Satz-Spiel hier. Wollen wir nochmal eine Vorhersage starten? Die Vorhersage so. Ist abgelaufen. So, los geht's. Zornig rein. Mit seinen. Und direkt gewechselt. Und direkter Wechsel. Oha. Das könnte natürlich auch ein Mittel sein. Spielt sich den da sauber durch. Zeigt dir danach das Spiel um Platz 3. Das läuft schon. Wir können aber da an Tisch 10. Tisch 10 ist möglich. Können wir dann rübersippen. Machen wir. Aber das Spiel auf der 1 kann ja auch noch 40 Minuten gehen. Also ganz langsam 2-0. Genau, wir hoffen es. Ja, ist so. Wir sind jetzt Dirk und Jens. Hoffen auf die beiden. Nichts gegen Moritz und Clemens an der Stelle. Wir wollen euch aber natürlich Spannung aufsehen. Timeout. Crazy Collar schreibt, wow. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was bezogen. Das war jetzt ein sehr später Timeout-Zähler. Alles gut. Er läuft hier aus. Geht schon weiter, aber es ist ja nicht schlimm. Nee. Sonst müssen wir auslaufen lassen. Na gut. Schöne Option. So,
So, jetzt hat die hier Jens die Chance zum 3:0. Ist das vielleicht... Ja. Wird aber gut. Gut gehalten. Das meinte ich mit den rechts verzögert. Also der kommt nicht... Der kommt einmal so angerollt und dann schießt er rechts. Sinan fragt, ob wir beide nicht schon schlafen, langsam schlafen gehen sollten. Ja, morgen früh. Morgen früh. Morgen früh. Genau. Wir machen das einfach so wie gestern. Genau. Sind bis 6 Uhr unterwegs. Genau. Schlafen dann 3 Stunden. Mit dem Glück, dass wir morgen ausschlafen können. Ja, sieht man jetzt auch, Dirk ist da auch besser jetzt drinne. Ja, hat er vielleicht sich was von Jens abgeguckt, wie er ihn hält. Auch eine schöne Passoption eigentlich gerade. Auf jeden Fall. Weil er nicht fangen kann. Und wieder. Auf jeden Fall. Es ist ein überraschendes Finale. Aber wie gesagt, wer hier beim Kicks Open im Finale steht, der hat einen super Tag hingelegt. Gute Teams heute hier gewesen. Oh, gefährlich. Und ich sag mal so, ein Kicks Open zu gewinnen oder dort im Finale zu stehen, ist verdammt schwer. Ah, schade. Ja, das ist ein bisschen Pech jetzt. Moritz hat den Ball auf der 3. Und verkürzt. Alter. Wo war da denn eine Lücke, ey? Hilfe. Oh, schöner Pass. So, schießt er jetzt das 3:1. Macht wichtiger der. Ball, wichtiges Tor. Ja. 3:1. Nice. Und wieder der Wechsel. Ein Timeout noch auf der linken Seite. Sich Moritz durch. Mhm. Jens wieder nach hinten gegangen, ne? Genau. Boah, der gibt Gas hinten. Ui, wow. Gut gehalten und die gute Offense-Aktion. Bin ich gespannt, ob er den schießt. Ja. Schießt ihn, trifft ihn. 4:1. Feiert ihn ab dafür. Fast gedacht, da kommt jetzt ein Timeout. Nee. Bleiben so. Zucker. Es kann nur Yoshi sein, der sowas schreibt. Timeout. So langsam klappt's. Besprechen sich nochmal beide. Auch wieder. Falsches. Falsches Bild. Sieht man auch die Leute hier außenrum. Und Jens Wohlgemuth. Serviert zum auf jeden Fall Anschluss. Noch mal auf. Hat sich. Anscheinend bis jetzt. Gut ausgezahlt und macht das Tor zum 2:1 Anschluss. Und Moritz spielt hier nochmal ein bisschen warm. So, jetzt haben wir ein Finale. Jetzt haben wir ein Finale, was wir uns gewünscht haben. Ich denke trotzdem, dass Moritz und Clemens sich jetzt im nächsten Satz da auch wieder fangen werden, dass Moritz seine Chancen, die er dann hat, auch nutzen wird. Aber allein den Satz jetzt nochmal zu gewinnen, da nochmal ranzukommen, finde ich gut. Wir gucken, was passiert. Auf jeden Fall. Alles möglich. Ja, die Dynamik ist da. Also die haben sich noch nicht hier abgeschrieben und fangen auch gleich an mit dem Wechsel. Das finde ich übrigens mega, dass die direkt weiterspielen. Das ist... Ja, man hat ja Zeit, aber... finde ich super. Wenn die beiden das nicht wollen, ja. Dann... So, Moritz... Legt den ersten durch. Jetzt gibt er richtig Gas hier. Und wird wieder gehalten erstmal.
schöner, passt uns Fell. Tor. Schönes Tor. 1-0. Fünf Gifted Subs von STVTV. STFVTV. STFVTV. Dankeschön für die fünf verschenkten Subs an die Community. Einmal Herzen rein. Jeder, der einen Sub bekommen hat. Oh, schöner Catch hier von Jens. Hat sich da den Schuss von Clemens hinten rausgemacht. Aber ich glaube, auch Clemens wieder voll online gerade. Genau. Schöner Schuss. Da steht dann aber Dirk. Dirk, was macht er? War das ein Passversuch auf die sah äußere fast so Pan? Aus? Quer durch den Feld? So aus? Interessant. So. 2-0 könnte natürlich schon das Ganze sehr, sehr schwer machen für Jens und Dirk. Macht er. Macht er. Applaus. So, dranbleiben. Fängt er nicht. Schade. Und guckt sich das an. Schießt und Dirk hält. Oh, schönes Tor. Schönes Tor. Und sind wieder dran. Und tauschen. Natürlich. Legt sich den mal wieder durch. Jetzt wieder das sehr... intensive Bewegen von Jens da hinten. Hat er gehalten? Hat er gehalten. Der sah fast wie drin und raus aus. Ja, das dachte ich halt nämlich auch. Aber das sah jetzt nur von hier oben so aus. So, das riecht fast nach Timeout. Wieder die Möglichkeit, jetzt nehmen die beiden das Timeout. Ja, für die, die jetzt gerade noch eingeschaltet haben, 176 Zuschauer sind dabei. Wir sind hier beim Finale der Kicks Open, sind im vierten Satz. Nebenbei parallel läuft hier gerade noch das DIP. Auf die Frage, ob wir noch auf das Spiel um Platz 3 schalten können, sehr gerne. Wir sehen jetzt von hier leider nur nicht, wie es da gerade steht. Sollte das Finale hier früher vorbei sein, können wir das sehr, sehr gerne tun. Aber es geht jetzt erstmal im Finale noch weiter. Und noch ist alles offen. Ganz genau. Moritz serviert zum 3-1. Da sind wir. Und verschießt. Jens hält. Jens hält. Und alle lachen. Das ist das Allerschönste. Am Tisch. Nicht, weil Jens gehalten hat. Aber ich finde es gut. Also Jens hält den Moritz echt. Ja, durch ganz sein, glaube ich, intensives Bewegen da hinten. Mhm. Der gibt auf jeden Fall Gas. Und haben sich halt nach dem ersten Satz, mussten sich da was einfallen lassen, haben anscheinend irgendwie jetzt eine Lösung gefunden, mit im Spiel zu bleiben.
Und es liegt jetzt an Moritz und Clemens, das Spiel für sich auszuschießen. Verschießt hier aber tatsächlich wieder. Erstmal gesichert auf der Fünferreihe. Ich leg den wieder schön durch. Hält Jens jetzt den dritten Ball in Folge? Nein. Okay. Diesmal ist er drin. 3 zu 1. Landet auf der 3. Haben auch wieder getauscht. Der war drin. Da sind sich auch schnell alle einig. Jetzt blockt er auch einmal ein. Und der Ball direkt auf die 3. Und so wie wir Dirk kennengelernt haben, wird er schießen. Aber er verliert den Ball in dieser Situation. Mist. Ist das bitter. Moritz die Chance zum 4-2. Macht aber nicht. Verschießt auch. Jens hält wieder. Also ich... Wahnsinn, was hier... Kurze Beratung in beiden Teams. Wobei Jens und Dirk stehen da sehr gelassen. Pushen sich jetzt nochmal. Die haben Bock, die beiden. Publikum um den Tisch herum. Coole Stimmung. Weiter geht's. Mal dieselbe Reaktion. Ja. Oh. Landet auf der 3. Landet auf der 3. Wir hatten es gewünscht. Ja, ja. Das Fünf-Satz-Game, aber erstmal Moritz. Und wir sind noch leider weit weg davon. Jetzt ist halt Dirk wieder hinten. Aber Vetter zieht da rüber. Schwede, war der schnell. Und Dirk zieht das Ding da raus. Ey. Schöner Pass. Ja. Egal wie das Match ausgeht, Jens ist Man of the Match. Ja. Jens ist Man of the Turnier hier. Ich würde Dirk da wirklich mit hineinpacken. Genau in die... Am besten in eine und dieselbe Person. Sie sind es beide dann. Weil auch er und hält der und trifft. Hält jetzt und auf einmal auch. Und die Intensivität auf der Fünferreihe bei Jens führt dazu, dass Moritz den Ball nicht fangen kann. Eventuell. Ich meine, es liegt am Ende jetzt wirklich nur an Moritz und Clemens. Die beiden sind da in der Summe das bessere Team. Sie haben da mehr vom Spiel. Wenn sie ihre Chancen da reinmachen, dann werden sie hier das Turnier gewinnen. Aber solange das nicht der Fall ist... Langer Ballwechsel. Gefährlich jetzt. Das ist so ein kleines Duell zwischen Dirk und Clemens jetzt gerade. Geht der Ball hin und her. Ja. Alter Schwede, die kommen aber wieder zurück. Die hauen da aber auch Dinger raus hier. Mhm. Oh, schade. Und das ist ein Turnover, der wehtut. Der wehtun könnte. Und Moritz mit der Zieheroption jetzt. Etwas, was bei Moritz aber auch nichts
nichts zu bedeuten hat. Ne? Genau. Der kann den Zieher genauso gut schießen, wie er den Jet schießen kann. Nimmt aber erstmal das Timeout, in dem Fall das zweite, während Jens und Dirk noch ein Timeout für diesen Satz haben. Hat sich nochmal besprochen. Und die wechseln wieder anscheinend, wie es aussieht. Wechselt doch wieder auf Jet. Wechselt doch wieder auf Jet. Sag ich. Den schieße ich dir jetzt auch so rein. Aber Jens hält wieder und fasst das Tor bei dem Safe-Versuch. Und da auch. Ist Clemens. Zum 4-2. Ich dachte schon, das wäre es gewesen, weil hier gerade gebrüllt wurde. Nee, 4-2. Da hatten sie oft die Chance, aber den Ball ja. Nicht für sich behalten können. Ich geb das Spiel hier noch nicht auf. Sagst du, da kommt nochmal das Comeback? Von ja, einfach ein fünfter Satz. Das wäre etwas, was jetzt wirklich noch reinpassen würde. Allerdings müssen die beiden halt jetzt auch noch diese zwei Tore schießen, während Moritz jetzt Matchball hat. Auf der 5. Und legt den Ball auf die Dreierreihe. Kein Timeout mehr, wird also jetzt schießen. Ist das jetzt schon die Entscheidung? Nein! Jens hält. Also Jens, also wirklich starke Leistung an der Stelle. Ja. Was er da gehalten hat, hier bis jetzt im Finale, versucht den Wurfkurbler von hinten. Zumindest mal da hinten raus. Aber die nächste Gefahr in Form von Clemens droht. Und Clemens. Clemens schießt das Spiel aus. Herzlichen Glückwunsch an Clemens und Moritz zum Sieg bei den Kicks Open. Legen sich in den Arm. Und schönes Bild. Auch ganz viel Respekt und Glückwünsche an Jens und Dirk. Wir schalten, würde ich sagen, direkt auf Tisch 10, wo das Spiel um Platz 3 stattfindet. Da sind wir. Scheint 2-2 zu stehen. Und ich sehe die Tore oben nicht so gut. 2-0 für Dominik und Krutzki. 2-1 Anschlusstreffer. So, da ist unten die Leiste jetzt weg. Perfekt. So, hier das Spiel um Platz 3. Jetzt müsste hier der Mark Thomsen, Philipp Soppe sein, gegen eben von Adi angesprochen schon Björn Krutzki und Dominik Beseler. Landet da über ein paar Umwege bei Dominik auf der 3. Du hast gesagt zu 0, ne? Ich sehe das da oben nicht so gut. 3-1 steht's. 3-1. Sind hier im letzten Satz. Sollte es hier zum 4-4 kommen, verlängert sich der Satz. Schneller Treffer von Marc. Ist doch Marc, ne? Marc Thomsen, Philipp Soppe, korrekt? Nein, Lars Thomsen. Lars Thomsen. Entschuldigung. Ja, wenigstens hat der Nachname gestimmt. Wieder eine schnelle Aktion. Könnt ihr im Zuschauerraum den Jannis ausrufen? Er soll bitte sein Auto umparken. Die Leute kommen nicht raus. Danke. Arne? Möchtest du Jannis ausrufen? Jannis wer? Jannis. Habt ihr noch? Keine Info?
Ja, kannst du hier lassen. So, wie steht's hier? 3-3. 3-3. Ja, da haben Moritz und Clemens das, die Kicks Open gewonnen. Ich fand das Halbfinale fand ich unglaublich spannend. Ich stand unten, hab mir das angeguckt. Da war es wirklich schwierig, Tore zu schießen. Und Moritz hat sich da einfach über den ganzen Abend durchgesetzt, kann man so sagen. Mhm. Clemens hat unglaublich wichtige Bälle gehalten und auch Tore geschossen. Damit verdient dieses Turnier gewonnen. Und höchstwahrscheinlich, sage ich mal, war das Finale eigentlich eher auf Björn Krutzki und Dominik Beseler gedacht, was die beiden angeht. Aber dadurch haben wir hier ein unglaublich spannendes Spiel um Platz 3, was die Verteilung der Teams angeht. Ich habe ja gehofft, ich kann dich heute im Finale. Ich glaube, das hatten einige erwartet. Erwartet oder gehofft? Gehofft. Sag mal, habt ihr es erwartet oder habt ihr es gehofft? Ja. Am Ende des Tages haben Lars und Philipp. Der auf der Tribüne gespielt. Mit dem Astra. Hier sitzt niemand. Aber ich glaube, da ist schon irgendwas passiert. Ich glaube, wir wurden getrollt vom Chat. Max hat es gehofft. Max hat es gehofft. Ja. Das stimmt. Mit nächstes Mal. Next time, ja. Brauche ich mehr als 3 Stunden Schlaf. Ich glaube, das hat mir das Genick gebrochen. Die Unkonzentriertheit. So. 4-3. Und sind aktuelle Matchball. Lars und Philipp haben einfach besser gespielt. Stimmt, ihr seid stimmt gegen die beiden, ja. Hätte ich am Rande mitbekommen. Matchball, Platz 3. Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja. Björn Krutzki, Dominik Beseler. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Auch ein bisschen Applaus. Durchströmt hier das Kicks. Ja, du, das waren die Kicks Open. Das waren die Kicks Open. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Auch nochmal Danke an Arne, soll ich nochmal an euch richten, der jetzt nicht hier mit dabei war, uns aber hier supportet hat. Wünschen euch einen schönen Abend. Wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut und noch machen werdet. Wir verabschieden uns, würde ich sagen. Wir verabschieden uns. Wie wir uns hier verabschieden, weiß ich nicht. Wie verabschieden wir uns hier, Arne? Arne ist wieder da. Tschüss. Am 30.12. sind die nächsten Kicks open, korrekt? Und die Anmeldung dafür geöffnet ist? Allerdings, kleines, was ich da dazu noch sagen will, es ist kein Ranglistenturnier, also die Punkte werden leider irgendwie durch den DTFB, kann da keine Punkte verteilt werden. Sprich, es wird wahrscheinlich ein Preisturnier sein, also Preisgeldturnier. Auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt schon anmelden dafür und wir sehen uns am 30.12. Eventuell verbindet ihr das auch einfach mit Silvester hier in Hamburg. Klingt gut. Klingt gut. In diesem Sinne, schönen Abend, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss. Wie gesagt, nochmal letzter Hinweis für alle die, weil wir es noch nicht veröffentlicht haben.